Okay, heute beginnen wir wieder mit einer Konfrontation direkt auf dem offenen Platz. Mal gucken, ob es ein Eingewöhnungsspiel wird, also wie schnell durchlaufen, oder ob das doch mal interessant wird. Gelände ist ja dadurch, dass es hin und geht, relativ ausgeglichen. Ich wüsste jetzt nicht. Ah, kommt drauf an, wo die anderen Punkte sind. Hier ist jetzt erstmal okay, weil beide müssen auf die Mitte. Ist immer ausgeglichen, damit kann man erstmal arbeiten. Ja, ich würde schon ganz gerne rauskommen. Schon ganz gerne Posten ein bisschen weiter links gesetzt kriegen. Problem ist natürlich, dass man auch erstmal irgendwo hinkommen muss, wo man auch was spawnen kann. Zeit, die Russen sind schon da. Wir haben nicht die Waffen für die Distanz. Jetzt haben wir natürlich niedergemäht, weil die schon alle da sind. Und wir natürlich noch nicht. Zack, Granate von denen. Perfekt geworfen. Natürlich, was denn sonst? Granate kommt direkt zurück. Nächste Granate, es ist keiner da, nur wir sind übrig. Granaten, Esminenverteilung. Perlaminen, wenn es geht. Molotow frontal, wenn ich ihn hinkriege. Lebt noch, ist uns aber egal. Noch Munition drin. Gut, Zeit rausgeholt. Lamine liegt da. Ich habe eigentlich gehofft, dass einer einen Posten näher ransetzt, aber wenn ich es nicht mache, macht es kein anderer. Alle haben Angst, das Ding geht kaputt. Ich weiß aber, wo deren Abteilung steht. Wir können taktisch abwarten, kommen aber nicht. Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Wir brauchen Artillerieunterstützung. Natürlich ist hier schon Artillerie. Lass mich nicht vorrücken! Mal erstmal überall verteilen, wenn wir dazu kommen. Lang und weit. Ich muss doch erst anlegen, danke. Hinschmeißen. So, wir bleiben jetzt unten. Es ist 50-50 Chance. Rechts oder links. Geh mal von links aus, aber ich bin mir nicht sicher. Bin am Erobern! Wir bleiben hier einfach liegen und hoffen. Vielleicht bringt unsere Tellamine da links noch was, das werden wir merken, wenn der zu weit fährt. Aber auf der anderen Seite, wenn du mal runtergehen würdest, bleib doch unten! Er turnt hier umher. Anderen schießen, wir bleiben unten. Natürlich, Weltklasse. Wirklich, also ohne Cheat, wirklich für mich nicht machbar, alle da immer aus dem Graben zu pflücken. Ne, das ist einfach, die Leute sind Götter. Die müssen, ich weiß nicht, wie sie nur mich erwischen. Und bei anderen ist es halt auf einmal nicht mehr machbar. Ja, er muss ja perfekt getroffen haben. Ich meine, der andere von mir lief ja oben drüber. Ja, aber den muss er ja so getroffen haben, dass wir anderen auch alle tot waren. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, so geil zu sein jedes Mal. Mann!
Wenn das ein Porno wäre, Junge, der wird ja direkt. Oh, 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 Erektion. Oh, da kommt eine Frau. Oh, oh, ja, ja, jetzt geht's los, ja. Ja, bevor die Frau überhaupt in der Nähe ist, hat der schon die Erektion. So, Rinnenverein. Ich muss mal warten, bis das Ding durch ist. Haben wir jetzt alle? Gehen wir ganz stark davon aus. Wenn wir nicht über die Flanke kommen. Wir sichern hinten ab, weil wir haben einen Punkt. Ich gehe jetzt mit rein. Liegt der jetzt Stacheldraht oder nicht? Rinnenverein. Schön gemacht, danke. Zeit zum Barrikadieren. Müsste reichen. Einnahme der Position. Alle Mann beiseite. Halt den mit der Granate. So, jetzt stellen wir uns safe hin. Abwarten, wir sind überzahlt. Panzer hat die Mitte. Ich weiß nicht, von wo hier überall geschossen wird, aber irgendwie gefühlt von überall. Nur sehen tue ich keinen, das ist immer mein Problem. Irgendwie habe ich doch immer das Gefühl, die sitzen oben. Panzer könnt ihr reinhalten. Wir gehen mal lang. So, du gehst mal nach hinten. Ziehen wir hier Stellung. Nur noch eine Position übrig. Druck aufrechterhalten. Spring doch einfach gleich durch. Also hat sich total nicht gelohnt, hier die Esminen zu legen. Es war keiner da. Wir überrennen den Gegner. Ein breiter Front wäre klar besser. Ich hoffe, das Ding steht hier safe. Letzter Posten ist gesichert. Hören zu. Gegner die Sicht nehmen. Nachladen oder wie sieht's aus? Gegner einfach. Ich hoffe, dass es gut geht. Ah, so viel gewollt. Ja, war auch schon weg. Gut, alles klar, unser Posten ist weg. Werden wir wahrscheinlich auch ganz schlecht rankommen. Ist auch das letzte Gebäude. In 10 Sekunden kann ich aber Artillerie machen. Kein überragendes Spiel von mir. Ich muss aber auch nicht viel machen, weil... wir sind ja eigentlich gut dran. Artillerie! Feuer! Muss ich eigentlich nicht? Artillerie! Feuer! Geh runter. Manchmal. Ja, hier will ich noch ein bisschen Sichtschutz haben. Geht nur noch um Supportarbeit. Ich muss nur noch dafür sorgen, dass wir da... Macht reinkommen in den Verein. Unsere Gruppe hat begonnen.
begonnen, einen Kontrollpunkt zu erobern. Ich werde über rechts nochmal absichern. S-Minus einsetzen. Falls einer von der Kante kommt, noch irgendwer da ist. Jetzt geht da die Artillerie runter. Genug Leute da, das Spiel ist gewonnen. Bin am Erobern! Ja, toll! Ah, die eigenen Leute stehen schon vorne und sichern ab. Braucht der auch nochmal Stacheldraht hin? Unibox. Ich muss nur einen nehmen. Wir haben die feindliche Verteidigung durchbrochen. Da hat wieder die Kombo gestimmt. Wir hatten zwei Leute, die hungrig waren, die vorne dann mitstehen und alles abräumen. Da muss ich muss überhaupt nichts machen. Ich war total, ja, nur da, um kurz einen Punkt mit einzunehmen, ne? Ich habe nur einen Punkt mit ihm eingenommen. Mehr haben wir nicht gemacht. Der Rest hat alles abgeschossen. Ja, wenn du dann so eine Kombination hast, dann funktioniert das Spiel auch. Dann kann auch mal jemand draußen farmen gehen. Ne? Aber ich muss halt die Arbeit für die Leute mitmachen. Ne? Der hat 60 Kills, der macht quasi das, was ich auch sonst mache. Ich mache ja meistens beides. Ja, so brauche ich nur wieder für den Support sorgen. Stand ein bisschen mit dem Punkt drin. Spiel gewonnen. Ganz einfach, der Gegner ohne Chance. Ja, wenn du dann Abreimer vorne drin hast. Ja, nicht zu machen. Oh, mal wieder eine Zerstörung. Und wir dürfen. Eieieiei. Zweimal zwei, aber bei Zerstörung ist es ist einfacher als zwei Punkte einzunehmen, weil du kannst dich auf einen konzentrieren. Ja, gilt aber immer noch die Roland-Regel. Jeder Punkt, der da ist, muss auch angegriffen werden. Das heißt, wenn zwei Punkte da sind, muss mindestens einer auf den anderen gehen, um eben halt das zu verlagern. Und das hier wird ein verdammt heißer Ritt, weil das ist erstmal schön offenes Feld. Bis zum geht nicht mehr. Halleluja, da kann ich ja froh sein, wenn der hier unter nicht weggeschossen wird. Und zack, ist alles tot von mir. Aimbot for the win. Ohne mich zu sehen, direkt erschossen. Ist einfach geil. Ja, ich weiß nicht wie. Keine Ahnung von wo. Es muss ein Bot gewesen sein. Nur ein Bot kann so eine Leistung vollbringen. Es ist einfach zu viel Zufall. Ja, es ist der Wahnsinn. Sehr guter Posten. Sehr, sehr gut. Unsere Truppen platzieren den Sprengsatz. Ich gehe gleich nach vorne links rum. Wahnsinn. Ich baue schon extra eine Mauer davor und ich werde trotzdem weggeschossen. Ne? Das ist einfach Hammer. Gesehen? Mir steht auch noch einer, scheißegal. Durch die Tür geht's nicht rein. Das ist die Veto-Tür. Das sind alles wieder die besten Schützen der Welt, ne? Es ist einfach immer geil. Verbündete platzieren Sprengladungen. Weltklasse, wirklich, absolute Weltklasse. Also, was hat er jetzt getroffen? Bleibt hier dran.
Artillerie! Feuer! Verstanden! Feuer! Wird nicht mehr helfen, aber okay. Wir haben das Ziel zerstört! So Leute, kommt da noch einer ran? Das wäre jetzt echt schön gewesen, wenn wir es noch gekriegt hätten, aber okay. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Artillerie kommt. Leider zu spät. Sie haben mich erwischt! Fangen wir schon mal an. Hier gleich weggeschossen. Die weltbesten Scharfschützen spielen wieder heute gegen mich. Das ist wieder der Wahnsinn. Absolut geil. Ja, toll! Wir legen die Bombe! Na? Geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ach, ich renn zurück in die Basis. Ja, wir müssen 50 Meter weit weg sein. Jetzt sieht's endlich mal so aus. Jawohl. Alter, wie ich weggeholt werde. Es geht nur auf mich. Es ist so unwahrscheinlich. Ja, da hinten weggeschossen zu werden, weil alle hier vorne stehen. Aber hey. Ich habe halt keine Ahnung von dem Spiel. Deswegen gewinne ich auch so oft. Alle weg vom Posten. Immer oben aufs Dach. Kein Gegner greift an, weil wozu auch? War ja klar, ich könnte wen erschießen. Das ist. Man will ja nicht erschossen werden. Man versucht bei unendlich Spawns immer möglichst die Unendlichkeit zu halten. Weil unendlich minus 100 ist halt unendlich. Also ein bisschen weniger als unendlich. Also. Nur noch unendlich. Verbündende verminen das Ziel. Scheißegal, ich guck das jetzt schon mal an. Unsere Truppen platzieren den Sprengsatz. Mach's natürlich nicht fertig. Ah, schön, wieder eine Camper-Pose. Weißt du, das ist so, Leute, ey, wenn ich hier zugucken wäre, ich wäre atmen, zack, gepermert, zack, gepermert, das wird so schnell gehen. Weißt du, wenn er unten geblieben wäre und hätte mich erschossen, hätte ich überhaupt keinen Fortschritt gehabt. So habe ich es geschafft, die Hälfte. Ne, die Bots sind mir nur im Gegengestand, sonst hätte ich sogar noch fast, also ich hätte es eh nicht voll gemacht, weil ich genau wusste, ich bin alleine. Ja, aber so eine dumme, asoziale Verteidigung ist halt immer wieder... Du bist da nicht im Vor... Du hast nichts und dann meinst du, sie müsstest. Verbündete platzieren Sprengladungen! Egal, wo ich das Ding mal hinstelle. Ich habe immer das Talent. Zum nahen Eroberungspunkt. So. Artillerie! Verstanden! Artillerie! Feuer! Bleib hier, mach da drüben Artillerie. Somit kann ich 100% sicher sein, dass das gut geht. Wir entschärfen unseren Sprengsatz! Nee, das wird nichts, Freunde. Da kommt die Artillerie und dann war's das. Das Ziel flog in die Luft! Garantiert noch weggeholt, weil jetzt kommen die Leute aus die Gegner an. Die wieder überragend schlecht spielen. Aber am Wegholen wieder Meister sind. Da ist echt spitze bei. Unsere Truppen platzieren den Sprengsatz! Ihr Bastarde!
Leck mich, ey. Ist euch da und lasst mich in Ruhe. Kann hier sonst keinen Posten bauen. Unsere Verbündeten bereiten eine Detonation vor. Verteidigt die Bombe. Zunahme. Hier steht ja schon einer. Dann rennen wir mal rüber. Schossen werden wir eh. Schmeißen wir uns mal hin, vielleicht überleben wir es. Das war ein bisschen zu vorzeitig. Vielleicht kann er das aber noch retten. Verbündende verminen das Ziel. Sehr gut, den anderen unter Druck setzen. Bei dem bin ich mit dran. Granate. Ja, Granate werft nicht immer. Verbündete platzieren Sprengladungen. Ein Ziel erledigt. Sehr gut. Wir sind. Ich sag ja, wenn der Gegner nicht mitspielt, ist meine Taktik immer so für den Arsch. Stehe ich immer so dämlich. Wenn ich das schon wieder sehe. Wir legen die Bombe. Die dass die Bots, dass der wieder irgendwo. Hier wird im Vorhinein von abgesichert. Ich ziehe mich zurück. Schön, wenn wir noch rauskommen. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Spiel ist nämlich durch. Es ist wieder. Zwei Spiele waren heute wieder mal sehr geistreich vom Gegner verteilt. Ja, aber mir ordentlich wieder eins eingeheißen. Es ist immer wieder ein Erlebnis, weißt du? Ich habe eine Mauer vorgesetzt, ne? Und da unten ist schon so ein Spalt. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass genau in dem Moment, wo ich das Ding dort baue, genau dass er in dem Winkel steht, weil das ist ja ein Waggon, das heißt, da steht noch zwei Räder links hinten und in der Mitte, ja, ein bisschen weiter rechts, war die Mauer. Das heißt, es ist nur ein ganz, ganz, ganz minimaler Spalt. Und er will mir erzählen, er hat mich sofort am Anfang des Spiels dort unten durchgesehen, ja, ist aber nicht in der Lage, das Spiel zu gewinnen, beziehungsweise hier länger als 5 Minuten durchzuhalten. Ja, nee, aber nach 10 Sekunden haben alle das Spiel verlassen. Das ist wieder toll. Ja, Wahnsinn.